In der Bundesliga lief es für Eintracht Frankfurt in dieser Saison nicht besonders gut. Vor allem in der Rückrunde hinkt man seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Dafür sieht es im Pokal aber anders aus. Finale gegen RB Leipzig steht an. Trotzdem muss sich nächste Saison einiges tun, damit man oben wieder mitmischen kann. Und was sich tun muss, das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe der Transfermarkt-Show, heute wieder mit mir, Madeleine. Und wenn wir hier die Transfers der Eintracht unter die Lupe nehmen, darf natürlich nicht unser Frankfurt-Reporter Christopher Michel fehlen. Bevor wir uns aber den noch offenen Transferfragen widmen, schauen wir uns erstmal an, was schon alles passiert ist. Denn die Kaderplanung der Hessen, die läuft bereits auf Hochtouren. Mit William Pacho und Omar Mamouche sind bereits zwei Neuzugänge fix. Und jetzt wurde sogar der nächste bestätigt, Ugo Larsson von Malmö FF. Er soll einen Vertrag bis 2028 bekommen und laut Sport1-Informationen eine Ablöse von 8 Millionen Euro kosten. Christopher, wie schätzt du denn die Neuzugänge ein und vor allem Youngster Larsson? Ja, die Personalie Ugo Larsson ist super spannend, weil das zeigt auch, die Eintracht nimmt mehr und mehr den skandinavischen Markt in ihr Blickfeld auf. Nach Hauge, der auch zurückkehren wird, bislang noch nicht eingeschlagen hat, Jesper Lindström, Däne, der eingeschlagen hat, kommt nun Larsson. Ein junger Kerl, 18 Jahre, 8 Millionen, das zeigt auch, ja, die Eintracht plant mit ihm als Stammspieler, der soll auch gleich zünden. Im zentralen oder defensiven Mittelfeld, schnell, technisch stark, gute Bälle in die Spitze. Er wird sich natürlich an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen müssen. Ja, auch er wird wahrscheinlich seine Schwankungen dann haben. Er wird nicht gleich die Megakonstanz bieten können, aber die Eintracht hat auch schon vorgegriffen mit ihm, sollte Gvisso den Club, da wird ja immer wieder England gerüchtet, 15 Millionen bis 20 Millionen Euro, den Club tatsächlich verlassen, hätte man auch mit Larsson schon einen, der diese Position dann gleich ausfüllen könnte. Wenn ihr noch mehr über den Spieler wissen wollt, dann klickt doch mal gerne in unsere neue Talentwatch-Folge. Da gibt's alles über das Talent Ugo Larsson. Die Eintracht konnte aber auch zwei Spieler, die bereits da sind, halten. Einmal Philipp Max und Erik Dina Ebimbe. Bei beiden Spielern war nämlich im Vertrag eine Kaufoption verankert. Max bleibt also noch bis Mitte 26 und Ebimbe bis 2027 sogar. Gehen wir aber mal weg von den Neuzugängen und schauen mal hin zu den potenziellen Abgängen, zum Beispiel Jesper Lindström. Hier soll es angeblich Interesse von Seiten der Leipziger geben. Christopher, was kannst du uns denn zu diesen Gerüchten erzählen? Ja, Jesper Lindström kam vor zwei Jahren von Brøndby für roundabout 6 bis 7 Millionen Euro und wird nun schon mit vielen Teams in Verbindung gebracht. Er hat nach unseren Informationen auch schon vor ein paar Monaten klargemacht, dass er die Eintracht verlassen will und die Eintracht ist offen dafür. Sie sieht bei Lindström jetzt irgendwie, ja, der hat sich zwei Jahre gut entwickelt, aber irgendwo sind da Grenzen erreicht. Sie erwartet jetzt nicht mehr die riesen Marktwertexplosion bei ihm. Und wenn dann ein Club, sage ich mal, roundabout 30, 35 Millionen Euro hinlegt, dann wird die Eintracht ihm da keine Steine in den Weg legen. RB Leipzig, das hat auch Markus Krösche in einem Interview mit der FAZ bestätigt, ist da ein Kandidat, die wollen ihn gerne haben. Aber auch englische Clubs, Arsenal hat ihn im Blick und da gibt es bestimmt weitere. Er würde auch gut passen zu einem Team wie Brentford. Also für Lindström gibt es einen Markt und da deutet sich trotz Vertrags bis 2026 deutet da einiges auf die Trennung hin. Wir müssen aber auch neben der Mannschaft mal auf Sportvorstand Markus Krösche schauen. Denn nach dem Beben bei Bayern und der Freistellung von Hasan Salihamidzic wird vor allem sein Name an der Sebener Straße immer wieder genannt. Christopher, wie schätzt du das Ganze denn ein? Markus Krösche ist natürlich eine Personalie, die für den FC Bayern München spannend ist. Er hat jetzt zwei Jahre bei der Eintracht super Arbeit geleistet, Stichwort Europa League-Sieg. Jetzt DFB-Pokalfinale, sie haben wieder die Qualifikation für das internationale Geschäft geschafft. Conference League haben sie sicher, vielleicht die Euro League. Und kein Wunder, dass nach der Entlassung von Brazo Salihamidzic geguckt wird. Ist Markus Krösche der richtige Mann für den FC Bayern München? Aber bislang, nach unseren Informationen, gab es diesbezüglich keinen Kontakt, keine konkreten Gespräche. Markus Krösche fühlt sich in Frankfurt wohl. Er will das Projekt hier weiter fortsetzen. Er hat einen bis 2025 laufenden Vertrag. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Ich würde Stand jetzt sagen, nein, Markus Krösche bleibt in Frankfurt. Aber wenn der FC Bayern München ein unmoralisches Angebot abgibt und am Ende anklopft, dass dann Krösche ins Nachdenken kommen wird und vielleicht sagen wird, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance, das kann ich nicht ausschließen. Stand jetzt deutet aber nichts. Oder sagen wir mal wenig darauf hin, dass es soweit kommt. Wir wollen mal bei den Bayern bleiben und auf einen Namen schauen, der schon länger bei den Münchnern auf dem Zettel ist, und zwar Randall Kolo Muani. Glaubst du, die Münchner machen jetzt endlich ernst bei ihm?
Und sind vielleicht die Neuzugänge, die Sie bereits geholt haben, ein Indiz dafür, dass Sie mit der Ablöse auch wirklich rechnen? Natürlich hat die Eintracht schon mächtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dieses Geld hatte Eintracht Frankfurt nach dem Europa-League-Sieg, nach dem Champions-League-Achtelfinaleinzug, jetzt im Pokalfinale. Die Eintracht hat etwas Geld in der Hinterhand. Das heißt, sie hat jetzt nicht im Vorhinein schon geplant, für Kolo Muani könnte man 100, 120 Millionen bekommen, jetzt greifen wir schon zu. Nein, die Eintracht hat diese Transfers unabhängig von Rondal Kolo Muani getätigt. Das heißt aber nicht, dass Rondal Kolo Muani bei der Eintracht bleibt. Aber es heißt jetzt auch nicht, nur weil schon für 20 oder 30 Millionen eingekauft wurde, dass Rondal Kolo Muani die Eintracht sicher verlässt. Der Franzose stand ja vor allem bei Salihamidzic hoch im Kurs. Ändert denn seine Freistellung etwas an dem Poker um ihn? Ob der FC Bayern München jetzt nach dem Abgang von Hasan Salihamidzic Rondal Kolo Muani nicht mehr auf der Liste hat, das kann ich schwer einschätzen. Man hatte jetzt schon Vlahovic, schon Juventus Turin. Fakt ist, die Eintracht kann völlig entspannt sein. Rondal Kolo Muani hat einen bis 2027 laufenden Vertrag. Er hat keine Ausstiegsklausel. Und Markus Grösche sagte zuletzt, warum soll er nicht nächstes Jahr bei der Eintracht Torschützenkönig werden? Selbst Rondal Kolo Muani hatte letztens eine Pressekonferenz, wo auch er nicht ausgeschlossen hat, dass er noch ein Jahr bleiben könnte in Frankfurt. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Ein Pokalsieg würde sie wahrscheinlich noch erhöhen. Ob die Conference League reicht, um Rondal Kolo Muani zu einem Verbleib locken zu können, wenn dann Großkopfhärten wie PSG, ManU oder Bayern anklopfen, das ist schwierig zu sagen. Aber die Europa League, die könnte ein richtiges Pfand werden, wenn man Kolo Muani noch ein Jahr am Main halten will. Bei der Eintracht gibt es auch einige Spieler, dessen Verträge im Sommer auslaufen. Zum Beispiel Kamada und Indika. Bei Kamada sieht es so aus, als sei er sich mit AC Mailand einig geworden. Stimmt das? Ganz genau. Also Daichi Kamada, den zieht es zum AC Mailand. Das hat ja auch mein Kollege Patrick Berger berichtet. Ablösefrei. Ja, er sucht jetzt einfach nach vielen Jahren bei Eintracht Frankfurt. Er kam 2017, eine neue Herausforderung. Die findet er nun wohl in Italien, AC Mailand, schöner Club, waren ja jetzt auch im Champions League Halbfinale. Letztes Jahr italienischer Meister, daher coole Sache für Kamada. Und wie sieht es bei Indika aus? Der hatte seinen Abgang ja eigentlich schon angekündigt und jetzt heißt es, er kann sich einen Verbleib bei der Eintracht doch vorstellen? Diese Top-Offerten, die er sich erhofft hat, die Top-Vertragsangebote von Barcelona, Rom, Mailand oder England, die kamen nicht. Die Eintracht arbeitet jetzt sogar noch daran, dass er vielleicht seinen Vertrag, der ausläuft, verlängert. Wenn das gelingt, das wäre natürlich ein Coup für die Eintracht, weil dann, ja, dann wäre die Defensive fast schon komplett für die neue Saison. Wir müssen aber auch mal einen Blick auf die Trainerpersonalie werfen. Klar ist, dass Oliver Glasner nächste Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird. Und angeblich soll jetzt Dino Topmöller, der Ex-Co-Trainer von Julian Nagelsmann, ganz hoch im Kurs stehen. Wie ist da dein Stand? Vieles deutet auf Dino Topmöller hin, der ja davor Co-Trainer beim FC Bayern München war unter Julian Nagelsmann. Davor auch bei RB Leipzig, das heißt also Markus Grösche und vor allem der neue Sportdirektor Timo Hardung, der vereinsintern jetzt aufgerückt ist, die kennen Dino Topmöller gut, der ja auch damals schon in Luxemburg gute Arbeit geleistet hat, das Team damals in die Europa League geführt hat, wo er war. Und daher, jetzt wird es wohl höchstwahrscheinlich, sagen wir sogar das, höchstwahrscheinlich seine erste Station als Profitrainer in der Bundesliga. Er hat eine Historie bei der Eintracht. Erstens sein Papa Klaus Topmöller, der hier Trainer war. Und zweitens Dino Topmöller selbst, der 2002-03 dazu beigetragen hat, dass die Eintracht aufsteigt. Und das damals noch als Spieler. Christopher, dir vielen Dank nochmal und viel Spaß in Berlin vor allem. So, jetzt seid ihr gefragt. Wie denkt ihr denn, dass die Eintracht nächste Saison auflaufen wird? Und vor allem mit welchem Trainer an der Seitenlinie? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht auch einen kleinen Tipp für Samstag für das Spiel DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Bis dahin, schönes Wochenende euch.